Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Vortrag über die 68er. Vergessen Sie, stellen Sie zurück die wilden 68er. Es werden aber sehr interessante 68er. Mein persönlicher Bezug zu dem Thema ist der, dass ich Abitur gemacht habe 1969. Schon als Schüler waren wir natürlich 67, 68 politisch sehr aktiv. Und dann als Student habe ich all das, was 68 ausgelöst hat, mitbekommen. Allerdings kann ich Ihnen nicht, wie es vielleicht der Titel suggeriert, Neues aus dem oder Altes aus einem Kommuneleben berichten. Ich war auch niemals in meinem Leben in einer WG. Soweit zu meiner Person. Ich habe auch Soziologie studiert, auch das kommt später noch einmal. Markante Geschichtsdaten gibt es eine Menge, 1789, 1848, 1871, 1914, 1933, 1945, 1968, 1989 und 2020. Solche Zahlen gehen in die Geschichte ein. Ich darf nur nebenbei bemerken, dass 1968 eine Grippe, die Hongkong-Grippe, Deutschland heimgesucht hat mit 40.000 Toten und wir haben es nicht gemerkt. Wir haben Revolution probiert. Ist nun 1968 eine Jugendrevolte, eine Studentenbewegung, eine Revolution, eine Revolte, ein gesellschaftskritischer Ansatz gewesen oder utopisches Verlangen? Ich werde Ihnen jetzt in der nachfolgenden Stunde ein historisches Panorama geben dieser Zeit. Ich gehe zunächst einmal darauf ein, und Sie haben vielleicht vor sich, neben sich, dass mein Papier, mein Skript, das sehr, sehr ausführlich ist und auf das ich mich so verlasse, dass selbst wenn ich nicht ganz fertig werde, Sie alles, was mir wichtig zu sein scheint, verfolgen können. Also, die Tendenzen vor 89, denn man kann 68 nicht begreifen, ohne das Jahrzehnt, in dem das stattgefunden hat. Erstens die Aufarbeitung der Vergangenheit. Die NS-Vergangenheit, die zunächst sehr verdrängt war, Phasen der Aufarbeitung nach 45. Es gab erstmal eine Entnazifizierung, die Weißwäscherei. Dann gab es erst nach 10 Jahren Bemühungen, die Nazi-Verbrechen zu erfassen. Die Zentralstelle in Ludwigsburg war sehr umstritten. Ludwigsburg wehrte sich dagegen, dass nun die Stadt selbst in Zusammenhang mit der Erfassung, Ermittlung von NS-Verbrechen kommen könnte. Es gab sehr, sehr spät, Anfang der 60er Jahre, KZ-Prozesse. Die letzten wurden ja erst noch vor kurzem geführt. Wir waren sehr sensibel damals für die Politiker, die an führender Stelle waren, mit NS-Vergangenheit. Ich nenne bloß Globke, der 10 Jahre lang Kanzleramtsminister war, der engste Vertraute von Konrad Adenauer, ein vertriebener Minister namens Oberländer, der KZ-Baumeister Lübcke und ein Jurist namens Kiesinger, der dann die Kanzler wurde nach 66. Also das war schon mal ein wichtiges Faktum. Die verdrängte und allmählich sich aufdeckende, entdeckende NS-Vergangenheit. Parteien und Politik. Verbot der KPD, Bad Godesberger Programm der SPD, Abschied vom Sozialismus, Ende der Adenauer-Ära, die gekennzeichnet war durch den Slogan keine Experimente, scharfe Ost-West-Abgrenzung, der sogenannte Kalte Krieg, das Erhard-Zwischenspiel, Bildung der Großen Koalition, die schwache FDP, die einzige Opposition darstellte, und diverse Formen der außerparlamentarischen Opposition, die abgekürzt wurde, APO. Inzwischen gibt es ja den Karlauer APO-Opa.
Dann gab es in verschiedenen Städten gab es die Gründung von republikanischen Clubs, in denen politisch diskutiert wurde. Und es gab in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Notstandsgesetzgebung, die heiß diskutiert wurde. Es gab in Deutschland, in der Bundesrepublik, besondere innenpolitische Entwicklungen, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR. Der Mauerbau in Berlin 1961, die DDR hat sich abgeschlossen. Es gab eine kritische Öffentlichkeit, Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, Atomwaffen, Ostermärsche. Die Presse war damals sehr regierungskritisch. Ich nenne hier den Spiegel in alten Zeiten, die Zeit und die Zeitschrift Konkret. Spielt dann später eine Rolle bei der RAF. Verstärkte konservative Abwehr kritischer Bewegungen. Es gab also dann an der Universität Auftrittsverbote für linke Leute, wie zum Beispiel den Journalisten Kubi. Eine ausgesprochene Monopoltendenz der Springerpresse, die Bild-Zeitung in Berlin und bundesweit. Die erste wirtschaftliche Rezession nach 15 Jahren kontinuierlichen Wachstums. Ich habe damals als 16-Jähriger ein Interview geführt mit dem Arbeitsamtdirektor in Weiden, weil Arbeitslosigkeit plötzlich ein neues Phänomen war. Ein neues Phänomen war aber auch die Gründung und die Erfolge der NPD. Ich habe damals einen Artikel geschrieben, links Pinscher, rechts Ratten. Pinscher, das waren die Intellektuellen, das waren die Schriftsteller. So hat der damalige Bundeskanzler Erhard diese intelligenten Leute bezeichnet. Und rechts, das kamen eben wieder die Ratten. Das waren die Rechten. Es gab viele Demonstrationen, Aktionen gegen die Notstandsgesetze. Der SDS, der dann in Berlin eine große Rolle spielen wird, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der aus der SPD verstoßen wurde, der hat ein ganz linkes, antiimperialistisches Profil entwickelt. Soweit die innenpolitischen Entwicklungen. In der Kultur haben wir in den 60er Jahren den Aufstieg der Beatmusik, eine Bildungsoffensive nach dem Sputnik-Schock. Sie wissen, die Russen schickten zunächst als Erste ein Sputnik ins All. Das war ein Schock für den Westen. Die ursprüngliche Gymnasialquote, dass sich nur 5% eines Schülerjahrgangs aufs Gymnasium begeben durften, mit 5%, das war offensichtlich nicht länger haltbar. Man hatte viele Gymnasien neu gegründet und neue Universitäten, also eine Bildungsoffensive. In Bayern gab es noch Konfessionsschulen, das war auch ein heiß umkämpftes Thema. Ich kann mich gut erinnern, dass wir hatten einen politischen Club und da war dann auch Goppel eingeladen. Das war in der Schlussphase dieser Konfessionsschuldebatte. Die Konfessionsschulen wurden abgeschafft, auch in Bayern. Dann die Sexualität. Es gab eine große Aufklärungswelle, die alle Illustrierten der damaligen Zeit, es gab eine ganze Menge, wurden bestimmt von Oswald Kolle. Illustrierte Filme und das Auftauchen, öffentliche Auftauchen von Pornografie. Der Kuppelei- und Homosexualitätsparagraf war in die Kritik geraten, denn damals konnte ja noch, in den 60er Jahren, konnte noch ein 80-jähriges Mütterchen zur Zuchthaus verurteilt werden, wenn sie ihrem 60-jährigen Sohn eine uneheliche Gelegenheit zum Beischlaf gegeben hat in ihrer Wohnung. Das war Kuppelei, das war Zuchthaus bedroht. Es gab den Kinsey-Report und die Verbreitung der Pille. Soweit zur neu erwachten oder überhaupt erwachten Sexualität. Dagegen wehrte sich natürlich eine bestimmte Klientel,
die könnte man als verstärkten Kulturkonservativismus bezeichnen, die, was die Kultur angeht und was die, also die, die Literatur, das war Günter Grass beispielsweise mit der Blechtrommel, das war skandalös. Dann gab es halt Filme wie von Bergmann Das Schweigen und es gab heftige Oppositionen, heftige Demonstrationen. Die, auf einem höheren Niveau war die Kulturkritik angesiedelt bei Leuten wie Adorno, Marcuse, Mitscherlich, Kogon. Also Menschen, die Psychoanalytiker, Philosophen, Soziologen, die aber doch in der Öffentlichkeit wirksam waren. Ich erinnere daran, dass beispielsweise Mitscherlich, ich kann mich gut erinnern, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat. Ein weiterer Bereich, der vor 1968 von großer Bedeutung war, ist der religiöse. Ich glaube, 1962, 1963 wurde das Vatikanische Konzil eröffnet, dessen Grundtenor Modernisierung und Öffnung war. Damals war auch Ratzinger noch, glaube ich, als Sekretär anwesend und zusammen mit Küng in Rom und hatte also noch die Öffnung der katholischen Kirche begrüßt. Der Protestantismus, dem ich etwas näher stehe, der durch meine Sozialisation, durch meine Familie, der Protestantismus wurde politisch. Die evangelische Kirche engagierte sich für eine neue Ostpolitik. Es gab also namhafte Persönlichkeiten innerhalb des Protestantismus wie Niemöller und Gollwitzer, die sehr schnell von den kritischen Studenten und von der kritischen Öffentlichkeit rezipiert wurden als Vertreter eines neuen Denkens. Auf die konnte man sich berufen. Es gab eine intensive Diskussion auch innerhalb der katholischen Kirche über Sexualität, über Abtreibung, Verhütung, Pille, sexuelle Devianz. Ich habe damals als Schulsprecher an meinem Gymnasium habe ich eine Diskussion animiert. Sollten kritische kirchenkritische Leute eingeladen werden, zusammen mit Theologen. Und letztlich hat aber die Schule damals nur zugelassen einen katholischen Moraltheologen aus Würzburg, der hat dann über diese Epochen gesprochen, über das Thema Sexualität. Um das Jahrhundert noch dieses Jahrzehnt noch abzurunden, katholische Befreiungstheologien habe ich jetzt noch übersehen. Genau, die spielten eine Rolle. Die animierten natürlich auch den religiösen Diskurs in Deutschland. Man guckte in die Welt hinaus. Das war, Dritte Welt war ein ganz großer Begriff. Und da tauchte aus kirchlicher Seite vor allem das Südamerika auf und die Vertreter, denn bis dahin waren also waren Mittelamerika und einige Teile Südamerikas eben Bananenrepubliken ganz in der Hand der USA und deren großen Konzernen. Weltpolitische Faktoren, damit komme ich jetzt schon zu diesen weltpolitischen Faktoren, der Sturz der Batista-Diktatur auf Kuba durch sozialrevolutionäre Gruppe durch diese Gruppe um Fidel Castro und Che Guevara, das war 1959. Es gab eine massive Entkolonialisierungspolitik, Beispiel ganz markant, auch ich habe immer noch die Nachrichten im Kopf über Attentate in Paris und sonst wo in Frankreich. OAS hieß die Organisation, die eben sich gegen die Befreiung in Anführungszeichen Algeriens gewandt hat. Selbst der Philosoph Sartre, der sich engagiert hatte, der musste miterleben, dass in seinem Haus eine Bombe explodierte.
Befreiungsbewegungen in Afrika und Südamerika ganz allgemein. Der Begriff der Stadtguerilla tauchte auf. John F. Kennedys Ermordung war für uns damals hoffnungsvolle und amerikaselige junge Leute eben ein Schock. Aber der Schock hat sich noch verstärkt, als dann USA in den Krieg gegen Vietnam eingetreten sind und die kriegerische Beteiligung massiv erhöht haben. Wir haben damals auch registriert die Erweiterung der Einflusssphäre der USA in Afrika, in Ägypten, im Kongo. Da gab es den Sturz und die Ermordung von Lumumba beispielsweise. Nach Nasser wurde dann auch Ägypten in amerikanischer Weise kolonisiert. Es gab in den USA selbst eine massive Bewegung, die Bürgerrechtsbewegung. Wir sehen, dass sich da so wenig geändert hat. Wenn wir heute in die Presse schauen und die Bilder aus den USA sehen, also eine Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassendiskriminierung in den USA. Martin Luther King war für uns eine Galionsfigur, die Black Panthers mit Malcolm X. Guerillakriege in Lateinamerika, chinesische Kulturrevolution. Sie sehen eine wahnsinnig bewegte Zeit, was es da alles an politischen Ereignissen, an Revolten, an kritischem Potenzial gab. Ich komme nun zu den Jahren der Revolte 1967-68. Die Träger in Europa und dann auch in Japan waren wesentlich Studenten. In den USA, an den Universitäten Kalifornien, Berkeley, da war der Hauptanlass der Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung, das Minoritätenproblem. Sie haben alle noch die Songwriter der USA im Ohr. Also die Protestsongbewegung, es gab so viele Persönlichkeiten, markante Persönlichkeiten. Zugleich aber gab es die Berichte über Flower Power, über die Hippies. Der Begriff tauchte auf und deren Aktivitäten, vor allem an der Westküste. Die Spaßguerilla, die in den USA ihren Anfang genommen hat, mit Do It, Jerry Rubin, bedeutete, dass man sich über die Autoritäten lustig machte. Das heißt, es waren sehr komische Sachen. Und ich habe als Student dann noch in den 69, 70, 71 immer noch diese Spaßguerilla auch an der Uni hier in Regensburg erlebt, wo man sich also in höchst ironischer, satirischer Weise lustig gemacht hat über die Autoritäten. Es entstand das Straßentheater als Versuch, politische Inhalte den Menschen nahe zu bringen. Wir liefen ja auch in jener Zeit bei Demonstrationen mit dem Slogan herum, Bürger, lasst das Gaffen sein. Das heißt, reiht euch in die Reihen ein oder so ähnlich. Das heißt, wie wilde Tiere wurden eher wie wilde Tiere betrachtet, demonstrierten. Es wurden auch sehr schnell Begriffe gefunden für die Gammler. Wir waren auch im Übrigen eine Parker-Generation. Wir trugen eigentlich immer Parker. Denn immer wieder wurden auch Wasserwerfer eingesetzt und da in einem Parker war man gut verpackt. Also ich sagte Straßentheater, ein Versuch auf künstlerische Weise dem Bürger die politischen Inhalte nahezubringen. Ich habe dann später gearbeitet, ein dickes Buch geschrieben über einen Theaterautor, der von diesem amerikanischen Straßentheater stark beeinflusst war und dann eben andere Formen des Theaters als das Hof- und Schlosstheater zu organisieren.
Es war aber auch der Anfang der Drogenkultur. Große Befreiung von bürgerlicher Rationalität. Solche Versuche gab es natürlich schon früher. Wenn Sie an den Dadaismus denken, dann war das auch ein großer Akt der Revolte gegen bürgerliche Rationalität, die in den Ersten Weltkrieg geführt hatte. Und also auch da, hier hat man das Provozierende, das Ironische, das Satirische und auch das ja, stark Frotzelnde. Die Drogen, ich sagte schon, ein Beispiel für Befreiung, ein anderes Denken, antirationalistisch, antikapitalistisch. Drogen, wer auf einen Drogentrip sich begeben hat, der hatte offensichtlich die Absicht, dieses System nicht zu unterstützen. Dieses, ja, ich komme auf die Merkmale dieses Systems noch zu sprechen. Übrigens sind die Drogen heute wieder sehr aktuell. Jemand, der damals sehr verdammt wurde, dieser Leary, die Professor Leary, heute verwendet man, ich kenne es aus den USA und aus der Schweiz. Mein Sohn ist der Psychiater und informiert mich regelmäßig über die neuen Versuche, bestimmte Krankheiten mit LSD beispielsweise zu heilen, natürlich in einer bestimmten Dosis. Der Name Thoreau Renaissance, den Sie auf meinem Papier finden, der sagt Ihnen vielleicht nichts, aber gucken Sie mal nach unter Thoreau, dann werden Sie finden, das ist hier die Galionsfigur für alternatives Leben. Also die Verweigerung der Konsumgesellschaft, Verweigerung der Industriearbeit, Rückkehr aufs Land. Das ist ein wichtiger Faktor. Der hat sich dann ja eigentlich auch bis heute gehalten. Es gibt immer noch diese, wenn auch modifiziert, diese alternative Kultur. Ein Autor, der in den 50er Jahren ganz vergessen war, ich habe damals eben auch ein Seminar gemacht über Hesse. Hesse, der Autor Hermann Hesse, Nobelpreisträger immerhin, erlebte eine Riesenrenaissance. Ausgehend von den USA. Seine Werke, die ein bisschen die auf jeden Fall den westlichen Rationalismus stark kritisiert haben. Und es ist nicht von ungefähr, Hesse stammt aus einer Missionarsfamilie, die ganz wesentlich aktiv war im buddhistischen Bereich. Also das war die Faszination des östlichen Denkens, die im Übrigen in den Mitte der 60er Jahre über den Pazifik an die Westküste der USA geschwemmt wurde. Also die Inspiration durch östliches Denken. Sie brauchen sich jetzt bloß vergegenwärtigen, welche Rolle der Buddhismus heute noch in Opposition zu den etablierten großen Kirchen steht. Das kam über die USA, da spielte dann der Hesse-Boom, vor allem der Steppenwolf beispielsweise, sein Roman Steppenwolf, eine große Rolle. In Japan, da gingen die Studenten gegen US-Stützpunkte vor. Natürlich hat man, Japan litt immer noch unter dem Hiroshima- und Nagasaki-Syndrom. Das heißt, auch wenn dann die USA eine andere Haltung eingenommen haben gegenüber Japan. Die jungen Japaner waren aber auch sensibilisiert über den Faschismus der Kaiserzeit. Japan war schon auch vorher, das waren die Preußen in Asien und die waren dann auch die braven Kollaborateure des Faschismus im Osten. Die Niederlande, ich habe damals auch einen Artikel geschrieben über die Provos, das werden Sie wahrscheinlich, dieses Wort werden Sie noch nie gehört haben, das waren Mitte der 60er Jahre
provozierende junge Leute, die eben eine andere Form von Politik wollten, eine demokratische, eine basisdemokratische Politik, und die auch schon die ersten ökologischen Initiativen ergriffen haben. Also da gab es dann die Fahrräder, die weißen Fahrräder in Amsterdam. Heute sehen wir das ja überall. In Italien gab es zwar eine starke kommunistische Linke, reichte aber nicht aus. Es war die Democrazia Cristiana an der Macht. Der Widerstand dagegen wuchs, und der große Verleger, einer der größten Verleger Italiens, Feltrinelli, Sie können seine Buchhandlungen immer noch in allen größeren italienischen Städten frequentieren, der engagierte sich bei den Roten Brigaden und ging dann auch bei dem Versuch, Strommasten in die Luft zu sprengen, selbst in die Luft. Feltrinelli stand dafür, für die Linke in Italien. In China haben wir ein etwas absonderliches Phänomen, aber auch eine Jugendbewegung, nämlich die Roten Garden. Mao hat da die Leute aufgerufen, die jungen Leute aufgerufen, alles Verkrustete hinwegzuspülen oder hinwegzuschießen oder auf jeden Fall alle alten Strukturen, alle etablierten Politiker zu erschüttern und zu beseitigen. Also das war für uns, auch die Jugend in China revoltiert. In Frankreich, da kommen wir jetzt uns näher, da gab es eine starke Linke, im Prinzip 25% wählte kommunistisch, eine sehr, sehr starke, eigentlich die dominierende Gewerkschaft in Frankreich, das war die CGT. Es gab noch einige kleinere, die mehr kirchlich orientiert waren. Und da gab es einen harmlosen Anlass, nämlich in der Universität im Westen von Paris, in Nanterre, die Trennung der Geschlechter in den Studentenwohnheimen. Und da durften die jungen Herren zu bestimmten Zeiten dann nicht mehr in den Mädchenwohnheimen auftauchen. Und dagegen wurde protestiert. Das war ein ganz simpler Anlass. Eher eine Reaktion des Unterleibes. Die Administration, die Polizei hat überreagiert. Es kam dann zu Straßenkämpfen, und die Inhalte haben sich verschoben. Es war dann nicht mehr eine Sache der Studentenwohnheime, sondern es wurde das System grundsätzlich in Frage gestellt. Wenn man genauer hinschaut, ähnlich wie in Deutschland, gab es natürlich vorher schon massive Einflüsse linker Literatur, die immer häufiger veröffentlicht wurde, auch in Frankreich. Masperot beispielsweise war so ein Verlag, vergleichbar mit Feltrinelli, der linke Literatur als verlegenswert angesehen hat und eben auch Käufer fand. Es gab also aus den Studentenrevolten in Paris, Boulevard Saint-Michel und anderen Straßen, Pflastersteine, im Übrigen gibt es keine Pflastersteine mehr, die hat man dann alle entfernt, man hat asphaltiert. Diese Studentenunruhen, die großen Versammlungen in der Sorbonne, die haben sich ausgeweitet. Arbeiter haben demonstriert, und ich habe das noch mitbekommen, auch später dann im Gürtel von Paris, dass da eben die CGT Morgenluft gewittert hat. Also wir können jetzt hier große politische Reformen durchführen, wenn wir diese Bewegung, die von Studenten ausgelöst wurde, nutzen. Allerdings gab es dann eben sehr, sehr schnell Auseinandersetzungen. Das kann man an der Literatur von damals sehen, dass die KP und die CGT
doch eine andere Richtung hatten als die eher anarchistisch orientierten. Es gab studentische Führer, die zweisprachig waren, Juden. Und wie heißt er noch, der Daniel, der dann spätere in Frankfurt Kulturbeauftragte, solche Leute, die dann Galionsfiguren waren, auch in Paris. Und die Songs, die ich dann 1969 in Frankreich mitbekommen habe, die gingen immer sind auf diese Sachen eingegangen, dass eben auch de Gaulle sich so geäußert hatte. Es sind die deutschen Juden, ja. Nous sommes tous des Juifs allemands, hieß es dann in diesem Song. Wir sind alles deutsche Juden. Das war dann die Reaktion der Studenten gegenüber der Denunziation des Protestes der Studenten. Es hieß eben von de Gaulle und seiner Umgebung, das sind quasi aus Deutschland herübergekommene Juden. Aber es hat nicht sehr, die Wirkung war dann dementsprechend. Es gab Generalstreik, Massenstreiks und Ende Mai 68 war alles vorbei. Es gab Wahlen im Juni, Ende Juni und Frankreich wählte wieder de Gaulle und Pompidou. Das heißt, das wusste schon Cäsar, Galli mobilis sunt, das heißt, die Franzosen sind sehr wankelmütig. Sie oszillieren sehr, sehr schnell, vielleicht schneller als andere Nationen, zwischen der Rebellion, denken Sie an die Gelbwesten vor einem Jahr, und einem Gehorsam. Auch das können Sie jetzt in der Corona-Krise wieder sehen. Zur Tschechoslowakei noch. Wir haben 68 haben wir dann demonstriert, auch gegen die Invasion der Tschechoslowakei durch die Russen. Ich war kürzlich 2018 war ich bei einer Tagung in Wittenberg oder war es in Meißen bei der Evangelischen Akademie. Und da war es sehr erstaunlich. Die DDR-Bewohner haben unter 68 tatsächlich nur die Invasion der Russen in der Tschechoslowakei im Gedächtnis gehabt. Und die haben von dem, was im Westen passierte, nichts mitbekommen. Also da sehen Sie auch gleich die unterschiedliche Gewichtung historischer Ereignisse. Ja, also gab den Reformkommunismus. Galionsfigur war Dubček, was die Literatur angeht, war also ein gewisser Eduard Goldstücker. Es gab eine große Kafka-Konferenz. Kafka wurde plötzlich zugelassen als akzeptierter Autor. Es wurde ein Mehrparteiensystem gefordert, aber das wurde dann durch den Einmarsch der russischen Panzer verhindert. Und Dubček verschwand dann wieder irgendwo als Pförtner. Zur BRD. Juni 67, der Student Bene Ohnesorg vom Polizisten getötet. Es gab einen Schar-Besuch. Der Schar stand für die Reaktion. Die Polizei ist gewaltsam vorgegangen. Jubelperser, das heißt also persische, die Polizei, die Bodyguards, die haben kräftig geprügelt. Das hat die Studenten in Berlin massiv politisiert. Ein emigrierter Philosoph namens Herbert Marcuse kam zurück und kam also nach Berlin und hat ganz wesentlich die ideologische Ausrichtung der Studenten beeinflusst. Und das war dann die große Universitätsrevolte. Das heißt, der Slogan unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren, der hat zum Ausdruck gebracht, dass die Studenten angefangen haben, sich ihre Professoren anzuschauen. Wo sind die eigentlich Professoren geworden? Wann sind die Professoren geworden? Was haben sie geschrieben?
Und da fing man an, auch ich habe das gemacht, zu bestimmten Germanisten, bei bestimmten Germanisten nachzuschauen, was haben die alles so geschrieben. Und dann stellten wir eben ständig die Frage, was ist denn jetzt relevant an Ihrer Lehre? Warum haben Sie das damals so gesagt? Und ist das demokratisch? Wie legitimieren Sie sich? Also wir haben die Professoren herausgefordert. In Regensburg wurde auch eine Vorlesung bestreikt. Es gab an der Universität Go-Ins. Studenten drangen ein in Hörsäle und haben die Vorlesung unterbrochen, um den Professor zu diesem und jenem zu befragen aus der Vergangenheit. Teach-Ins, wo informiert wurde aus der sozialistischen Geschichte, aber auch zur Geschichte eines bestimmten Faches, der Psychologie beispielsweise, der Medizin. Und da wurden dann eben die Lehrbücher vorgelesen, wurde aus den Lehrbüchern vorgelesen, die halt beispielsweise dieser Hans Globke, der 10 Jahre lang bei Adenauer war, der Kanzleramtsminister, der eben ganz wesentlich verantwortlich war für die Rassengesetze. Demonstrationen, Sit-ins, Go-ins, Teach-ins, es war sehr lebhaft an der Uni. Ein Freund von mir, der an die Akademie ging, in Kunstakademie, sagte, er habe eigentlich für Kunst nichts gelernt, weil der normale Vorlesungsbetrieb oder Veranstaltungsbetrieb, Lehrbetrieb nicht funktionierte. Es eskalierte in Berlin durch den Rücktritt des Bürgermeisters Alberts. Der SDS führte das Zepter. Es gab aber auch regionale Ableger, beispielsweise auch in meiner Heimat in Weiden. Da kamen dann die Studenten aus Erlangen und haben uns aufgeklärt über Psychoanalyse, sexuelle Befreiung und über die politischen Verhältnisse aus der Sicht der Linken. April 68 gab es die Schüsse auf Rudi Dutschke, ein rechtsradikaler Jugendlicher, der hat auf Dutschke geschossen, Dutschke überlebte. Aber was hier ganz wesentlich war, Kritik an der Presse. Der Begriff Lügenpresse ist keine Erfindung der Pegida, keine Erfindung der AfD. Die Lügenpresse war damals, es war die bürgerliche Presse, das war die Lügenpresse. Das war ein großer Punkt der Demonstrationen gegen die Berichterstattung durch die Springerpresse in Berlin. Grundgedanken, kritische Theorie spielte eine Rolle. Adorno lehrte nach seiner Rückkehr aus den USA recht harmlos, aber doch auch als kritische Instanz an der Uni in Frankfurt. Und diese Leute wurden dann rezipiert. Ein Schüler von Adorno ist Habermas und wir haben damals, 67, 68, haben wir Habermas intensiv gelesen. Man muss sagen, es war in jener Zeit auch der Anlass, alte Literatur, alte sozialistische Literatur aufzugreifen, die zu lesen. Es war also ein Revival der Klassiker des Sozialismus des 20. Jahrhunderts. Und es gründeten sich marxistische Zirkel, die haben das Kapital sehr ausführlich gelesen, meistens nur die ersten 30, 40 Seiten, so genau haben sie es gelesen. Und es gab eine Fülle von linken Buchhandlungen, Alternative hießen die meistens, wo man eben diese Literatur sich besorgen konnte. Auch die etablierten großen Buchhandlungen hatten alle in den Regalen linke Literatur stehen. Und das habe ich dann mitbekommen, wie dann so 73, 74 diese Bücher, diese Literatur aus den Regalen genommen wurde und dann kam Feminismus, Ökologie, aber vor allem zunächst einmal neue Innerlichkeit, neue Subjektivität. Aber dazu komme ich noch einmal. Kritikpunkte werden wesentlich. Worum ging es? Die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft wurde kritisiert aus marxistischer Perspektive.
Der Konsumismus, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, das ist, wir sind eigentlich nur noch Konsumenten. Wir werden manipuliert durch Werbung und Medien. Das ist ganz massiv. Das später, als ich dann Lehrer wurde, waren die Lehrbücher voll. Die Verlage veröffentlichten alles zur Analyse von Werbung, von politischen Reden und Medienkritik. Also ich habe Vergleich gemacht, Bildzeitung, SZ, FAZ, Regionalzeitung, das war gang und gäbe. Es wurde kritisiert, dass die Bevölkerung, ähnlich wie in den USA, entpolitisiert ist. Die autoritären Strukturen wurden grundsätzlich angegriffen. Jede Autorität hatte sich zu rechtfertigen und ich habe damals eben auch im Abituraufsatz musste ich über Autorität schreiben. So. Das sind die wesentlichen ideologischen Inhalte von 68. Ich komme nochmal im Detail darauf zurück, nämlich anti-autoritäre Erziehung. Wir sind quasi die Anti-Autoritären von damals gewesen gegen die etablierten Autoritäten. Deswegen noch eine andere Erziehung. Kinderläden, Privatschulen. Beispiel Summerhill. Summerhill war ein Bestseller. Eine ganz andere Schule, die es schon seit Jahrzehnten vorher gab, aber eben hier dann aktuell wurde. Robot Verlag hat daran dicke verdient. Es wurden die Sekundärtugenden, die wurden kritisiert. Also, man hat gesehen, im Nationalsozialismus funktionierte das sehr, sehr gut mit der Disziplin, mit Fleiß und Ordnung. Das waren die großen Tugendwerte. Deswegen die Infragestellung dieser Werte. Über sexuelle Befreiung habe ich schon gesprochen. Sex ohne Trauschein, sexuelle Kompetenz, dank Kolle und anderen, oder Wilhelm Reich. Forderung nach liberaler Gesetzgebung, was die Homosexualität angeht, was den Kuppelei-Paragrafen anging, und Leben in Kommune zusammenzuleben. Aufhebung der Klassengegensätze. Studenten sollten in die Fabrik gehen. Sie sollten quasi, das war dann auch das Modell der DDR, hat man da auch propagiert. Die sollten alle eine polytechnische Ausbildung bekommen und nicht nur eben hier Cicero und Thukydides lesen. Arbeiterkinder an die höheren Schulen und Uni, da gab es dann Stipendien. Auch da war die DDR in gewisser Weise Vorbild. Die Arbeiterfakultäten, die schon 48, 49 gegründet wurden. Dann war es wesentlich, dass man die Leitwissenschaft, dass man die mitgemacht hat. Die Leitwissenschaft, in früheren Zeiten war es mal die Biologie, dann war es die Physik, dann war es die Chemie. Und in den 60er Jahren war die Leitwissenschaft die Soziologie. Ich habe also sehr viele Bindestrichfächer gemacht. Literatursoziologie, Sprachsoziologie, die Sozialpsychologie, die Sozialmedizin, all das unter der Leitfigur der Leitwissenschaft Soziologie. Wir waren auch sehr stark historisch orientiert. Alles wurde immer historisch abgeleitet. Also wir waren nicht geschichtsvergessen. Es wurde alles Mögliche aufgerührt und wir haben massenweise historische Texte gelesen. Ja, und grundsätzlich sollte alles, was gemacht werden, praxisrelevant sein. Und die Industrieeinflüsse in die Forschung sollten zurückgehalten werden. Was war nun nach 68? Was ist aus all diesen Träumen, aus diesen Versuchen, Bemühungen geworden? Es gab ein Hochschulrahmengesetz, das hat die Position der Professoren gestärkt. Nur ein Beispiel, in Regensburg war das Stimmenverhältnis 50% Professoren, 25% Mittelbau und 25% Studenten. Sie können sich vorstellen, wie oft da sich die Ordinarien, die Professoren geärgert haben, bei Abstimmungen. Es gab die sozialliberale Koalition,
die mit der Devise Subrans mehr Demokratie wagen, neue Ostpolitik, Bildungspolitik, Ende der Zwergschulen, steigender Anteil von Mädchen an höherer Bildung, Ende von Kinder, Küche, Kirche. Also, Emanzipation der Mädchen. Gesamtschulen wurden gegründet, die Liberalisierung des Strafrechts, Resozialisierung war plötzlich da. Das verdankt sich diesem soziologischen Paradigma, das man damals in den Vordergrund gestellt hat. Es gab auf einmal Bürgerinitiativen, war vorher nicht denkbar. Da gab es eben vielleicht von der katholischen Kirche eine Demonstration organisiert gegen das Schweigen, aber sonst nichts. Problematisch war, nach 69, 70 war dann die Fraktionierung der Linken, dass jede Bewegung, wenn sie den gemeinsamen Gegner verloren hat, fraktioniert sich. Das war also, dann gab es die Sowjetunion-Fraktion, dann gab es die China-Fraktion, die Albanien-Fraktion, die Kuba-Fraktion. Es gab Berufsverbote für die linken Aktivisten, DKP-Mitglieder, durften keinen Posten an den Universitäten übernehmen. Es gab auch den berühmten Fall des Lokomotivführers, der seines Amtes enthoben wurde, denn er war ja quasi hoheitlich beschäftigt. Er hätte ja unter Umständen einen Kriegsfall, hätte er ja dann die Züge in die falsche Richtung lenken können. Also Berufsverbote, auch die im Übrigen unter Brandt eingeführt wurden, Willy Brandt. Dann gab es die Verschärfung des RAF-Terrorismus. Das ist ein eigenes Kapitel, wie nun die quasi aus dem Scheitern dieser all dieser Bemühungen oder aus dem partiellen Scheitern dieser Bemühungen eben dann, weil die Revolution ausblieb, dass hier manche, unter anderem, da komme ich jetzt wieder auf die Zeitschrift konkret zurück, die Ulrike Meinhof, die ja ganz etablierte Redakteurin war, führend tätig war, war ja verheiratet mit dem Herausgeber, und dass die dann eben in dieser Art von Verzweiflung zur Waffe gegriffen haben. Das ist auch in der Geschichte, der politischen Geschichte, nicht zum ersten Mal der Fall. Es gab dann einen Widerstand gegen Atomenergie, da gab es dann auch die Bürgerinitiativen. Es entwickelte sich das ökologische Denken. Ich kann mich gut erinnern, dass ich den Begriff der Ökologie 1969 zum ersten Mal gehört habe. Da musste der Dozent an der Uni, ein Sprachwissenschaftler, uns das noch erläutern, Ökologie. Der Feminismus war dann die große Bewegung der 70er Jahre. Die Studentinnen, die den sehr nachdenkenden und diskutierenden männlichen Studenten den Kaffee kochen mussten und die Zigaretten holen mussten, weil die anderen, die waren ja so beschäftigt, die haben dann revoltiert gegen diese subalterne Tätigkeit. Die Studentinnen haben sich emanzipiert, und daraus ist dann so eine Frau wie die Alice Schwarzer geworden, beispielsweise. Also, dann Feminismus mit Zeitschriften. Eine neue Subjektivität: wenn das Äußere, das politische Engagement scheitert, dann eben ich reformiere mich selbst. Ich gucke in mein Inneres, wer bin ich eigentlich? Das können Sie, wenn Sie literarisch aktiv sein wollen, gucken Sie den Roman von Hölderlin an, Hyperion. Das war revolutionäre Zeit, Revolutionsgedanke und Scheitern der Revolution und dann der Blick nach innen. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich dabei geworden? Und es war nicht selten, dass dann eben auch die subjektiven Verluste registriert werden mussten, die die einzelnen politischen Kämpfer erlitten hatten. Ja, die neue Leitwissenschaften war dann die Psychologie und die Ökologie. In den Gymnasien hat man diesen Reformwillen ausgedrückt durch die Einführung der Kollegstufe mit freier Wahl in der Oberstufe. Wirtschaftlich gab es einen Modernisierungsschub. Die Menschen waren höher qualifiziert. Die Frauen wurden in den Arbeitsprozess integriert. Und es war der Übergang von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft.
und eben auch schon die Anfänge der Digitalisierung. Ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Versuche an der Uni, ein Programm zu schreiben, also 69, 70, ganz elementar. Dann die Entspannung im Ost-West-Konflikt bis 1980. Das war noch Willy Brandt, das war noch die SPD. Dann gab es den Nachrüstungsbeschluss der NATO. Das hat dann wieder etwas munter gemacht. Wahrscheinlich diese Generation von 68, dass sie die gegen diesen Beschluss protestiert haben in der Friedensbewegung. Der Vietnamkrieg wurde beendet. Die Befreiungstheologie wurde durch den Vatikan stark kritisiert, bekämpft. Priester wurden ihrer Funktion und ihres Standes enthoben, durften nicht mehr als Priester sich politisch engagieren. Der Widerstand gegen die Atomenergie wuchs. Zunächst mal in Frankreich ganz massiv, sehr brutal, sehr gewaltsam. Es wurde dann Ende der 70er Jahre, hat sich dann dieser ökologische Trend in der Gründung der Grünen niedergeschlagen. Der Osten hat sich aufgelöst und im Anfang der 80er Jahre gab es dann eben auch einen Rechtsruck in der Politik, was man zusammenfassen kann unter dem Begriff des Neoliberalismus. Und das heißt, solche Namen wie Ronald Reagan und die Thatcher sind da die wesentlichen Figuren gewesen. Ich würde es gerne zusammenfassen mit einem Satz, Sie finden ihn, nur scheinbares Scheitern der Studentenbewegung. In Wirklichkeit tiefgreifende Veränderungen auf nahezu allen Lebensebenen. 68 hatte eine Art von Katalysefunktion. Und wenn Sie sich das alles, was ich so angedeutet habe, über die Zeit, über diese Epoche, über das Jahrzehnt der 60er Jahre, und nun vergleichen, wie Sie heute welche Elemente davon heute virulent sind, wie sie sich verändert haben, wenn sie dann sehen Sie, dass 68 nicht einfach nur Studentenbewegung und ein bisschen Halligalli war, sondern dass da ganz wesentliche Strukturen der Modernisierung ihren Anfang genommen haben. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute Lektüre für mein Skript.